So, machen wir weiter. Ein weiteres Beispiel, ein weiteres interessantes Beispiel, das Baldwin und Levine nennen für eine Industrie, die ohne Durchsetzung von Copyright erfolgreich ist, ist das der pornografischen Industrie. Was unterscheidet diese Industrie von anderen? Naja, erstens, sie wird politisch als nicht wünschenswert angesehen, hat es also schwer, offiziell Lobbyarbeit zu betreiben, um ihre Copyright-Ansprüche durchzusetzen. Ist ganz klar. Rein technisch gesehen unterscheidet sich die pornografische Industrie aber nicht von der normalen Film- oder Printindustrie, sodass Befürworter von Copyright erwarten würden, dass die Pornoindustrie nicht erfolgreich sein könnte, ne, weil sie eben keine Lobbyarbeit, nicht mit Lobbyarbeit ihre Copyright-Ansprüche durchsetzen kann. Was man jetzt aber beobachten kann, ist, dass gerade seit der Massenverbreitung des Internets die Pornoindustrie gewaltig gewachsen ist. Interessant hierbei ist, dass der Großteil der Seiten, durch die pornografische Inhalte verbreitet werden, gegen das Copyright der ursprünglichen Produzenten verstoßen, also die Produzenten der Filme. Trotzdem gibt es anscheinend genug Anreize zur Produktion und genug Nachfrage, trotzdem weiter zu produzieren. Außerdem kann man sagen, dass der Online-Vertrieb von Pornografie durch viele Innovationen gekennzeichnet ist, aus rein technischer Sicht. Video-Streaming, bezahlte Abonnements, elektronische Abrechnungen sind einige der Innovationen, die als erstes in der pornografischen Industrie weit verbreitet waren, bevor andere normale Industrien sie nutzten. So, die Anbieter, die vor der Verbreitung des Internets mit Printmedien erfolgreich waren, zum Beispiel Playboy, haben signifikant an Marktanteilen verloren, da sie schlecht Lobbyarbeit für die striktere Durchsetzung ihres Copyrights leisten konnten. Aus ökonomischer Sicht jedenfalls scheint der pornografische Markt ein gesunder zu sein. Er ist durch viele kleine Anbieter und keine dominanten großen Firmen gekennzeichnet. Ne? Also das ist eine der Hauptzutaten eines gesunden Wettbewerbsmarktes. Außerdem kann man sagen, dass bekannte Darsteller, also sozusagen Stars, zwar gut verdienen, aber nicht in dem Ausmaß wie Hollywood-Stars. Das bedeutet aus ökonomischer Sicht, dass die Vergütung von Pornodarstellern viel näher an ihren Opportunitätskosten dran ist. Bei Hollywood-Stars kann man sich nur schwer vorstellen, dass der nächstbeste Einsatz der Arbeitskraft ihnen fast genauso viel einbringen würde. Gleichzeitig sind pornografische Filme durch viel niedrigere Preise gekennzeichnet als Hollywood-Filme. So, das war jetzt eine ganze Reihe von Beispielen, wie die Produktion von Informationsgütern auch ohne Copyright, ohne intellektuelle Eigentumsrechte geschehen kann. Was kann man denn jetzt an Politikempfehlungen daraus ziehen? Gröbste Schlussfolgerung, die man rausziehen könnte, wäre natürlich zu sagen, wir müssen Copyright abschaffen. Aber das ist natürlich sehr statisch betrachtet. Ne? Überlegen Sie sich, was denn die ökonomischen Konsequenzen davon wären, wenn wir von heute auf morgen alle Copyright-Gesetze abschaffen würden. Auch wenn das existierende System von IPR mit Downstream Licensing aus Wohlfahrtssicht ineffizient ist, es ist nicht ohne weitere möglich, das bestehende System abzuschaffen. Denn auch das Abschaffen von IPR wäre mit signifikanten Kollateralkosten verbunden. Denken Sie nur dran, wie viele Anwälte quasi 100% ihres Geldes damit verdienen, eben Urheberrechtsansprüche durchzusetzen, die zwar aus ökonomischer Sicht ineffizient sind, aber wenn wir eben von heute auf morgen Downstream Licensing abschaffen würden, würde das auch bedeuten, dass der Großteil dieser Anwälte kein Beschäftigungsfeld mehr hätten. Ne? Das ist natürlich auch mit Wohlfahrtskosten verbunden. Deswegen wäre eine moderatere Politikempfehlung eben nach und nach das Urheberrecht alle relevanten Gesetze anzupassen, ne, damit sie aus ökonomischer Sicht wieder Sinn machen. Denn die Rechtfertigung des Gesetzgebers ist schon
in der Regel, dass dass Anreize gesetzt werden sollen, Informationsgüter, Kulturgüter zu schaffen. Ne? Und Bolden und Levine argumentieren eben aus theoretischer wie auch empirischer Sicht, dass die Produktion von Informationsgütern eben nicht diese zusätzlichen Monopolanreize braucht. Ne? Dass die Produzenten von Informationsgütern auch auf einem Wettbewerbsmarkt genug Anreize hätten, ihre Güter anzubieten. Okay. Das grobe Kapitel von Baldwin und Levine haben wir jetzt abgeschlossen. Wir haben letzte Woche Theorie dazu gesehen, heute eine ganze Reihe von Fallstudien. Am Freitag in der Übungssitzung werden wir vielleicht noch ein paar mehr Fallstudien uns anschauen. Und ich werde Ihnen die relevanten Seitenzahlen vorher bekannt geben, natürlich. Nächste Woche schauen wir uns noch ein bisschen empirische Evidenz an, außerhalb von Boyle und Levine, genau zu diesem Thema.